Hey ho Leute, es ist endlich soweit. Mein Kampf gegen Brettspiel Hero findet jetzt endlich statt. Im letzten Kampf habe ich gegen ihn gewonnen, seitdem haben wir auch nicht mehr gegeneinander gespielt. Wir haben drei Decks zusammengestellt, jeweils verschiedene Decks, damit das auch spannend bleibt. Zwei von drei Matches muss man gewinnen, um komplett eben das Match für sich zu entscheiden. Ich bin sehr gespannt darauf und freue mich sehr. Brettspiel Hero, I'm ready to rumble! Ja, ihr wisst schon. Bis gleich. So, es ist soweit. Ich habe drei Decks zusammengestellt. Ich möchte als erstes mit meinem Spells World Control Deck gegen antreten. Danach werde ich meinen Control Mage, also es wird sehr kontrollig, ihr wisst ja wie ich bin. Und dann mit meinem Warrior Control gegen antreten. Sehr. Legen wir los. Ein guter Brettspiel-Hero. Ich hoffe, du hast trainiert. Denn ich habe es nicht. Aber das Deck, das habe ich so oft gespielt, das kann ich im Schlaf. Dam, 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 da-dam, dam, da-dam. Oh. Oh, das fühlt sich gut an. Das fühlt sich gut an. Ich liebe Turniere, Leute. Ich liebe Turniere. So, Prophezeiungen natürlich wieder weg. Verbrennungsstoß. Der spielt ein schnelles Deck. Verbrennungsstoß. Das wäre vielleicht clever auf der Hand zu lassen. Wenn er das Deck spielt, was ich denke, wird das ein bisschen schwierig. Ich mach's erstmal nicht weg. Ich lasse es auf der Hand. Eisenatronach, scheiße. Ah, wenigstens dann noch den Schwarmverteidiger, das ist in Ordnung. Zum Gruße, Bürger. Zum Gruße, Bürger. Zum Gruße. So, wir können am Anfang den Baumhirten wenigstens schon mal raushauen. Wenn er jetzt versucht, das Board voll zu machen, so wie ich es mir dachte, ist das vielleicht auch zu unserem Gunsten. Kann leider hier auch nichts mehr machen. Möge das Glück mir hold sein. Das Doofe ist, er hat natürlich ein sehr, sehr schnelles Deck. Der Ehrgeiz von Telvanni ist grenzenlos. Wir müssen jetzt gucken, dass wir dagegen halten können. Einigermaßen irgendwie. Die Wasser des Lebens. Dann werde ich versuchen, in der nächsten Runde den Schwarmverteidiger rauszuhauen. Damit ich die hier auf jeden Fall loswerden kann. Davon gibt es noch mehr. Seht ihr nicht, dass ich zu tun habe? Es war auf jeden Fall ein guter Plan, den Verbrennungsstoß auf der Hand zu lassen. Wir spielen den Schwarmverteidiger links und benutzen dann das Dick von Asura, um die hier auszulöschen. Weil wenn er wieder eine Aktionskarte spielt, hat die dann 4-4 oder 5-5 oder hast du nicht gesehen. Das ist dann natürlich sowieso sehr scheiße. Okay. Ist eigentlich total egal, was ich davon vernichte. Diesen Hiesen. Seht ihr nicht, dass ich davon habe? So, mein Guter. Die muss auf jeden Fall weg. Wir gehen ins Gesicht. Wir konnten ihn etwas aufhalten. Das ist schon mal sehr, sehr beruhigend. Zum Glück haben wir noch den ruhelosen Templar. Damit können wir etwas Leben zurückgewinnen. Wir haben noch den Verbrennungsstoß, falls er auf die Idee kommt, das Board voll zu machen. Und was ich jetzt persönlich sehr, sehr geil finde, Goldbrand. Eure Befehle? So, mit Goldbrand können wir jetzt auf jeden Fall Sachen machen. Wir können hier die Kontrolle etwas halten. Angreifen tun wir natürlich nicht. Sonst würde eine Rune aufploppen und das ist das, was ich eigentlich nicht möchte.
Er geht ganz klar ins Gesicht. Als nächstes werde ich wahrscheinlich den ruhelosen Templer raushauen. Dann habe ich da auf jeden Fall Möglichkeiten. So. Löschen wir aus. Dann weiß ich gerade nicht, wie ich das als am besten mache. Ich möchte ihn hier spielen. Ich fürchte sie nicht. Und die Braut spiele ich links. Beim Hest. Da er sowieso nicht keine Kreatur hat, ist es eigentlich relativ egal, wo ich sie spiele. So, das ist schon mal sehr gut. Wir können Leben generieren. Auf jeden Fall das, was ich machen möchte. Hau ich raus. So, ich muss kurz den Wecker meiner Freundin ausmachen. Dann schmeiße ich es aus dem Fenster. So. Gute Frage jetzt, ne, Leute? Wir spielen erstmal den Blutmagiefürsten. Es ist okay. Es ist auf jeden Fall okay. So. Und wir weg den Shit. Versuchen jetzt erstmal wieder Board aufzubauen. Ich möchte erstmal die Kontrolle wahren. Beim Hest. Ich meine, wir produzieren am laufenden Band immer noch die Agonia. Dann haben wir noch das hier bekommen. Das versucht er natürlich loszuwerden, das ist ganz klar. Bringen wir mal Licht in die Angelegenheit. Das ploppt natürlich. So. Hier werden wir auf jeden Fall ins Gesicht gehen. Damit können wir ganz viel Leben bekommen. Alles nieder. So. Zu Befehl. Da hauen wir rein. Ihr kämpft gut. Ich danke euch. Zu Befehl. So, da konnten wir wenigstens Leben generieren. Die versucht er dann auszulöschen. Das gefällt mir jetzt nicht so sehr. Das muss ich sagen, gefällt mir nicht so sehr. Wir können uns hier verteidigen, das ist das, was ich auf jeden Fall auch machen möchte. Leider, leider, leider stirbt dann unsere Produzentin, möchte ich sie nennen. Wir verteidigen uns, aber er hat ja sowieso dieses... Eine Feuerblitz. Dementsprechend wäre sie sowieso draufgegangen. Sie hat vor ihrem Ableben noch einen Agonia produziert. Sehr, sehr nett von ihr, auf jeden Fall. Sehr, sehr nett. Okay, da haut er raus. Genau das ist das, was ich erreichen möchte. Ich möchte ein Board aufbauen und so weit reduzieren, dass er da halt eben keine Chancen mehr hat. So. Hauen wir weg. Hauen wir weg. Und hauen wir auch weg.
Okay, das geht ins Gesicht, das ist perfekt. Ich möchte mich ganz langsam nähern. Die jetzt zu spielen ist relativ sinnlos, weil so oft kann die das gar nicht machen, dass es sich lohnt. Ich spiele die sturmfeste Scherge. Und warte ab. Er hat sowieso nur noch zwei Karten. Wenn er jetzt irgendeine Unterstützung spielt, können wir die mit unserem Schattenfernpriester auch auslöschen. Oh, das tut mir leid. Ich entschuldige mich. Okay, das könnten wir hier zum Glück tun. Hauen wir raus den Shit. Und jetzt nur noch den guten Man und dann ist das eigentlich vorbei. Da geht er down. Ein feiner Kampf. Auch das wird ihn nicht mehr retten. Gut gespielt, mein guter Brettspiel-Hero. Das Deck hat mir immer sehr, sehr viele Probleme gemacht. Aber jetzt kriegen wir es hin. Tasten wir uns mal ran. Erstmal den großen Dicken. Bam. Da ploppen sie alle auf. Eine Karte kann er bestimmt, ja. Bestimmt fesseln. Die hier. Oh, noch eine Prophezeiung. Es bleiben aber noch genug. Zu Befehl. Zack. Zu Befehl. Zack. Und verdammt. Zack. Und zack. Sehr gut. Sehr gut, den ersten Sieg haben wir eingeheimst. War schon mal geil, mit dem Lieblingsdeck auch zu gewinnen. So, mein Guter. Geiles, geiles Match abgeliefert. Als nächstes würde ich... Ich lade ihn mal ein. Als nächstes möchte ich... So, mit dem Kontrollmage spielen wir jetzt weiter. Ich bin gespannt, mit was er jetzt antritt. Ich habe, wenn ich gegen ihn mal gespielt habe, ich glaube, ich habe nur zwei seiner Decks jemals kennengelernt. Er hat sich immer auf wenige spezialisiert. Oh weh, oh weh, das wird jetzt sehr kontrollig. Er hat jetzt nämlich ein ähnliches Deck, was ich im ersten Match benutzt habe. So, das kommt auf jeden Fall weg. Das wird jetzt hardcore. Das Einzige, worauf ich hoffen kann, ist, dass er jetzt nicht so arg rampen kann. Denn wenn er rampen kann, dann... Ja, dann ist es schlecht. Zum Gruße, Bürger. Zum Gruße, Bürger. Soldat, Meldung. Eure Befehle? Es ist doch kein Kontrolldeck. Ich habe mich geirrt, Leute. Es ist doch was anderes. Den möchte ich eigentlich loswerden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er jetzt vielleicht noch etwas gefährlicheres spielt. Das wäre halt nicht so toll. Aber allgemein für mich zählt der hier als gefährlich. Dadurch, dass ich mich verteidigen möchte, wäre das ziemlich doof, wenn er mit Gift um die Ecke kommt. So, wir können anfangen, uns zu verteidigen. Ah,
haben zum Glück noch einen Schwarmverteidiger auf der Hand und dann auch den Auridium Paladin. Und falls hart auf hart kommt, haben wir noch den Zorn der Dämmerung. Da kann er reingehen ohne Probleme. Und stirbt dabei noch nicht mal. Das ist echt bitter. Der hat einen richtig guten Start. Macht er aber gar nicht. Was macht er gar nicht? So, dann machen wir das hier. Und verteidigen uns einfach. Ja. Ich habe leider keine andere Wahl. Wir kämpfen für ganz Den hat er gern. Den hat er gern. Wir müssen gucken, dass wir so schnell wie möglich den loswerden. Der muss so schnell wie möglich weg, der Pip. So, hauen wir weg. So. Ich werde das so machen. Und mich hier verteidigen, falls alle Stricke reißen. Dieses Handy, meine Freundin, geht mir so auf den Sack, das glaubt ihr gar nicht. So, Moment, ich muss erst überlegen. So. So, das habe ich nach Narnia geschmissen, Leute. Dort lebt es jetzt für immer. Das ist richtig gut. Das ist richtig, richtig gut. So. Da gehe ich auch dezent rein. Und habe keine Möglichkeit, den jetzt ohne den Eissturm fertig zu machen. Jedenfalls nicht auf beiden Seiten. Okay. Dann gehe ich rein und Eissturm. Ihr kämpft gut. Okay. Das wird wirklich sehr schwierig, ich merke das schon. Ich danke euch. Ich habe halt auch keine Möglichkeit, das hier loszuwerden. Und die höchste Magierstufe, ich meine Magikerstufe haben wir jetzt auch wieder nicht. Ich lebe, um zu dienen. Okay, der ist scheiße. Der ist auf jeden Fall scheiße, aber machbar. Da können wir uns verteidigen, damit wir nicht allzu viel Schaden fressen. Und falls er den doch wegbekommen sollte, haben wir immer noch Zorn der Dämmerung. Falls er noch ein mächtiges Monster spielt, können wir immer noch den Speer benutzen. Okay, Zorn der Dämmerung ist auf jeden Fall that thing hier. That thing. Ich frage mich, ob er geht wallig rein. Geht wallig rein. Ist halt jetzt eine gute Frage. Ja, besser ist es. Besser ist es. Ich meine, der geht sehr aggressiv vor. Sehr, sehr aggressiv. Okay. Okay, okay, okay. Der ist nervig, der ist unheimlich nervig. Ich muss überleben. Ich muss ums Verrecken überleben. Ich muss ums Verrecken überleben. Wieso haben die immer noch 2-2? Das ist so heftig, das Ding.
Tag ist vielverheißend. Ich muss sagen, es sieht gut für ihn aus. Ach so, ja klar. Ist doch seine Unterstützung ist doch draußen. Ich hasse diese Karte, die macht mir so das Leben schwer. Ein richtig cooles Deck, muss ich sagen. Fällt mir. Und ich kann auch nichts dagegen tun, um ihn aufzuhalten. Und nur Oderwing halt natürlich. Aber mir leider nicht. Sieht wohl so aus, als ob das zweite Match an Brettspiel Hero geht. Es würde mir halt leider auch nicht wirklich was bringen, irgendeinen zu klauen. Das kommt auf denselben Effekt drauf raus. Wir müssten eigentlich nur eine Runde überleben und dann könnten wir auf jeden Fall Sachen machen. Dann wäre er weg, wenn wir Oderwing spielen könnten. So, probieren wir es doch mal mit der Hochfelsbeschwörerin. Falls wir da etwas reißen könnten. Ja, ist leider nicht der Verteidigungsatronach. Sehr schlecht. Bringen wir mal Licht in die Angelegenheit. Sehr schlecht. Machen wir raus. Bam. Der Ehrgeiz von Telvanni ist grenzenlos. Das Einzige, worauf ich halt eben noch hoffen kann, dass die letzte Prophezeiung, die wir da drin haben, ja, das Leben aufladen ist. Das Einzige. Wenn wir jetzt noch eine Runde überleben könnten, dann hätten wir Oderwing und die Sache wäre gelaufen für ihn. Danach könnten wir nämlich was klauen und so. Das wäre natürlich toll. Da hat er es geschafft. Da hat er eins meiner mächtigsten Decks besiegt. Der hat aber auch ein richtig, richtig gutes Deck gespielt. Also so noch nicht gesehen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich akzeptiere diese Niederlage. Ist überhaupt kein Problem. Verdient gewonnen. Sehr verdient gewonnen. So, dann gucken wir mal, mit was wir als nächstes gegen ihn antreten. Wir haben die Qual der Wahl. Ich hatte ja überlegt, mit meinem Warrior Control gegen ihn anzutreten. Ich denke, das wäre auch das Cleverste und für euch auch das Spannendste. Ja, da habe ich Bock drauf, ob ich verliere oder nicht. Ich habe das Deck noch nicht oft gespielt, aber es ist echt lustig. Von daher... Let's have some fun, Leute. Fun. Hauptsache, wir haben spannende Matches. Und ich gewinne! Und ich gewinne! Okay. Den brauchen wir nicht, den brauchen wir nicht. Überfallkommando könnten wir sogar behalten. Und das ist für den Anfang wirklich gut. Zum Gruße, Bürger. Zum Gruße, Bürger. Vollkommen akzeptabel. Wir lassen es wieder drauf ankommen. Ja. Wir sind ja wieder kontrollig unterwegs. Aber die ist zum Kotzen. Die ist unheimlich zum Kotzen. Der ist verdammt schnell. Der ist verdammt schnell, das gefällt mir nicht. Oh, das gefällt mir ganz und gar nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Wasser des Lebens.
Da hätte ich lieber Überfallkommando stehen sollen. Das wäre cleverer gewesen. Aber das kann ich immer noch tun. Dass der Brettspielhero immer so schnelle Decks spielt. Mora stellt uns auf die Probe. Okay, wir spielen ein ähnliches Deck. Talos! Zeit für den Kampf! Zeit für den Kampf! Bei den Feuern von Anu. Okay, da haut er raus. Da haut er raus. Angriff! Das ist echt sehr, sehr schnell. Okay, Überfallkommando. Mora stellt uns auf die Probe. Zeit für den Kampf! Bei den Feuern von Anu. Da hat er auch echt Glück gehabt, was den Card Draw betrifft. Und jetzt killen wir noch die hier. Was ihn aufhalten könnte, wäre natürlich Nahaglief. Aber dann stürmt er einfach von der anderen Seite. Boah, das ist ein richtig schnelles Deck. Das ist richtig, richtig schnell. Ihr könnt ihn nicht besiegen bei den Feuern von Alduin. Okay, das ist auch sehr, sehr gut. Seid verdammt! Aber das ist alles zu langsam. Er ist viel zu schnell. Wir müssen uns das aufheben für Nahaglief, damit wir uns hier verteidigen können. Und damit dann kommt er da nämlich auch nicht durch. Okay. Das wäre auf jeden Fall cleverer. So. Immer noch sehr, sehr viel Schaden. Nahaglief räumt hier auf. Können wir noch hoffen, dass er teure Gegenstände bekommen hat. Wenn wir Glück haben, kommt er nicht an Nahaglief vorbei. Jedenfalls nicht so schnell. Das ist natürlich enorm, ne? Und wir könnten den Nachtschatten rausbringen. Das wäre natürlich super. Angriff! Eigentlich habe ich ja den perfekten Konter für das Deck. Muss die Karten nur ziehen. Kommt schon. Also das ist extrem krass. Kommen wir weg. Dann der Nordheißsporn. Der hat den hier vernichtet. Und da kommen wir halt jetzt nicht drum rum, als den Sklavenpyromanten zu spielen. Wir könnten natürlich auch Nahaglief hier spielen. Ob das Sinn macht, ist eine andere Geschichte. Macht nämlich keinen Sinn. Erhitzen wir mal die Gemüter. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass wir es gebacken bekommen, irgendwie den Nachtschatten rauszubringen. Ohne zu sterben. Ich stürme voran. Okay. That's the time for Nahaglief. Ich meine, egal ob er angreift oder nicht, ne? Wenn er angreift, nimmt zwei Nordheißsporne. Ich hätte den halt auch gerne ausgelöscht. Hab jetzt aber keine Möglichkeiten, den einfach direkt auszulöschen. Ich muss Nahaglief benutzen. Geht nicht anders, aber er wird dann einfach Sachen machen. Wenn er dann die Nuller-Karten auf die Hand bekommt, ist es eh vorbei.
Ah, tödlich. Die Kombination könnte sogar klappen, Leute. Ich muss jetzt mal was riskieren. Ich muss jetzt mal was riskieren. Jawohl. Ich töte euch an Ort und Stelle. Okay, Leute. Wir sind noch im Rennen. Zeit für den Kampf. Den rüstet er mit einem Gegenstand aus. Was mit 5 Leben gegen so ein Deck? Es ist richtig krass. Es ist richtig, richtig schwer. Ach du Scheiße. Beim Kopf meines Vaters. Können wir natürlich loswerden. Und das wäre mir auch lieber. Der braucht nur einen Schaden zu machen. Ich würde gerne den Nachtschatten draußen haben. Das ist scheiße. Okay. Möge das Glück mir hold sein. Oh weh, Leute, oh weh. Das ist doof. Jetzt braucht er nur so einen Nordheißsporn oder irgend so einen Ansturm und dann ist das gelaufen. Soldat, Meldung. Eure Befehle? Soldat, Meldung. Eure Befehle? Okay. Weg damit. Weg damit. Jetzt kommt die ultimative Kombination. Natürlich betrifft das auch meine. Aber das akzeptiere ich. Erhitzen wir mal die Gemüter. Der muss weg. Oh, bitte Nachtschatten. Ich möchte Nachtschatten raushauen. Dieser Tag ist unser. Da kommt er halt auch noch dran vorbei, ne? Die euch verbergt, wird euch nicht retten. Ich meine, ihr könnt euch nicht beschweren, dass das nicht spannend ist. Herr Mamora stellt uns auf oh. Zeit für den Kampf. Ein feiner Kampf. Feuern von Alduin. Ja, das war nur eine Frage der Zeit. Das war nur eine Frage der Zeit. Okay. Gut gespielt. Das war doch echt witzig. Ja, gut, diesmal habe ich verloren. Es waren aber drei ganz witzige Matches. Von daher ist das wirklich überhaupt nicht schlimm. Es steht jetzt 1-1 quasi zwischen uns. Also privat quasi zwischen uns. Ich habe einen Sieg und er hat einen Sieg insgesamt. Im Turnier sieht das natürlich sehr schlecht für mich aus. Ich habe verloren und werde dann gegen den Verlierer von den anderen Matches antreten müssen. Er hat mit seinen schnellen Decks dominieren können. Aber es war witzig. Es war natürlich wieder Aggro gegen Control. Das ist das übliche Treffen, wenn wir aufeinander treffen. So Leute, das ist das erste Match des Turniers gewesen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo. Ich würde mich mega freuen, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge und in der nächsten Kampf im Turnier. Bis dahin, auf Wiedersehen.